Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute eine gute alte Sprong Map, die Losers damals, glaube ich, in 30, 31 Minuten beendet haben. Ich glaube, Deko kam da sogar als erstes an. Ich glaube, es war damals mehr sowas wie eine Trainingsmap, weil da konnten sie die Korallen nicht, vom Vorwärts auf Rückwärts drehen konnten sie nicht und so weiter. Aber mal gucken, in welcher Zeit wir sie heute beenden. Die ist etwa jetzt, glaube ich, so ein Jahr alt. Und heute ratter ich die auf jeden Fall mit Cedric runter. Moin Moin. Moin Moin. Und diesmal haben wir Kontakt an, aber eigentlich sollen wir zusammenarbeiten. Los. Versuch mal jetzt bei der... Pass auf, da sind Hindernisse auf der Spirale und versuch dann mal, dich auf der Wand abzufangen. Das ist das Schwierige an dem Punkt. Oh Gott, ich komme ja gar nicht mal in die Spirale. Wirklich lang. Ja, die ist einfach gebaut. Deswegen, ja. Ja. Rip ist da nicht so da. Ego ist, glaube ich, auch zum Vorteil. Nö, das schafft man ohne. Wenn man weiß, wo die Hindernisse sind. Du kannst langsamer fahren, du musst nicht Fullspeed fahren. Au. Hm. Ah, okay. Du musst halt irgendwie nur auf die Wand drauf kommen, aber ich glaube am Ende ist ein Speed, deswegen musst du nicht Fullspeed fahren. Sozusagen. Ah, okay, und die Wand dann geradeaus fahren. Nee, der muss erstmal geradeaus, weil da noch eine Blockade drauf, glaube ich, drauf ist und dann musst du nach ganz oben ziehen. Ja, ganz oben sind Blockaden. Und da ist eine Lücke, wo du durchfahren musst. Und dann, wohin? Wenn du durch die Löcher bist, musst du nach ganz oben. Guck mal vom Spawn aus nach oben. Da hoch müssen wir. Hä? Also die Wand gerade durch, bist du nach die. Ja, aber da muss doch irgendwas sein, um da hochzufahren dann. Ja, ja, das. Hier, diese schrägen Wände nach oben. Da müssen wir drauf. Die kommen dann direkt danach. Ja, ich habe halt richtig Probleme bei den Spiralen. Nee, wenn du so langsam fährst, ist es easy. Aber ich muss die. Ja, du musst die halt Fullspeed nehmen, das ist nein, halt das Ding. Musst du nicht. Wegen dem danach? Nein, musst du nicht. Da ist ein Speed, der haut dich rüber. Ich bin einfach gegen die Wand und direkt abgeprallt. Ja. Ja, das ist der Nachteil, wenn das hier alles bloß einfach gebaut ist. Das ist halt. Sprong hat sowieso kaum doppelt gebaut. Das fand ich immer scheiße. Wie hat er jetzt auf einmal Grip behalten? Das verstehe ich an diesen Elementen hier nicht. Wo hat er den Grip auf einmal hergenommen? Und ja, ich wollte nach oben fahren und überdreht. Jetzt pass auf, ja, genau. Das ist... Direkt überdreht. Ja, das meine ich, Alter. Das ist so schwierig, sich da abzufangen und dann nach oben zu fahren auch noch. Für damalige Verhältnisse war das auf jeden Fall eine geile Map gewesen, deswegen würde ich die gerne nochmal spielen. Oder ich wollte sie auf jeden Fall nochmal spielen. Obwohl das kein wirkliches Losers frustriert Map ist, sozusagen. Gut, ich hab den Check. Ja, von sowas bin ich halt leider gar kein Fan. Also ich geb dir den Tipp, wenn du die gerade Wand geschafft hast, wo du eben abgerutscht bist, ja. Da kannst du Fullspeed draufknallen. Aber sobald du rüberkommst, würde ich dir empfehlen, sobald es nach oben geht, abbremsen. So habe ich es geschafft. Aber ich will nicht pryhahn oder irgendwas. Ich will schon, dass wir das hier zusammen schaffen irgendwie. Hört sich irgendwie homo an, aber so ist es nicht gemeint. Geht. Ja, hoch. Geht doch, perfekt. Moinsen. So, und jetzt viel Spaß. Koralle in einem halben Flug ohne doppelt gebaut. Warte mal. Okay. Jo. Läuft. Koralle brauchst du nicht. Einfach nur instant auf rückwärts überdrehen, fertig. Und das kannten die Losers halt noch nicht, weißt du? Nein, Kamera, ich sehe nichts. Und dann wieder umdrehen? Glaube ja. Ah, du hast halt gar keinen Grip, weil es halt einfach nur einfach gebaut ist. Okay, den Check hast du sofort geschafft. Ja, ich hab's. Ja, da kannst du dich schon mal an den nächsten rantasten. Ich komme gleich nach, wenn ich die komische Drehung hier mal hinkriege. Sicher, ich kann auch auf dich warten. Nö, fahr ruhig. Was ist das denn jetzt? Ein 360. Ach so. Okay. Oh, Koralle. Koralle habe ich mehr Grip gehabt.
Ich mag auch alle. Hä? Okay, 360 finde ich ganz komisch. Ja, du musst früher rausfinden. Noch früher. Warte. Ja, genau. Genau, so in etwa. Fullspeed, glaube ich. Ja. Ja! Okay. Ja. Das ist aber auch nicht wirklich viel Skill. Nee. Das ist halt alles wegen dem einfach gebauten, eher so ein bisschen Luck, was du brauchst. Ey, wie los kann ich denn sein? Das war jetzt hier giga peinlich, muss ich sagen. Jetzt, Mieze, fahr, bitte nicht überdrehen. Ich komme auf dieses einfach gebaut einfach nicht klar. Nee, ich auch nicht. Und. Alter. Das Ding ist, damals war es ja so Standard. Ja, ich kenne die damaligen Zeiten. Ich habe ja auf PlayStation 3, PlayStation 4 damals noch gebaut. Wo geht ja auf PC noch gar nicht draußen war. Alter, wieso baut man nicht ein 360 so wie immer, dass man dahinter einfach. Das ist halt ein spezieller. Das ist halt Sprong, der hat sich halt so viele coole Sachen ausgedacht. Das ist ja nicht cool. Doch, ich find's cool. Ich hab das selber nicht gemacht, deswegen keine Ahnung. Okay, der war kacke. Keine Ahnung. Vielleicht so? Nee, das war zu früh. Nicht zu spät. Die Kamera ist so mystisch da. Ja, hab ich auch gemerkt. Alter, ich hab auch beim letzten Check keinen Bock. Da habe ich absolut keinen Bock. Da ist ein übelst langer Zingelein, Alter. Auch das war perfekt, aber. Guck mal vom Spawn geradeaus, Alter. Da ist ein übel langer Zingelein. Ja. Schade. Okay, bei dir sieht's gut aus. Ja. Ja. Und Punktlandung? Punktlandung. Ich glaube, Deko ist beim ersten Mal sogar drüber geflogen. Was? Ja. Bei den Loopings, bei den Dingern, wo du jetzt bist, da musst du dich in der Luft auf rückwärts überdrehen. Also du so musst. So richtig oder in die andere Richtung? Nee, in der anderen Richtung. Du musst quasi an der Bremse vorbeischlittern in rückwärts fahren sozusagen und aber wieder instant auf vorwärts kommen. Das ist so eine Technik. Nach so unten. Ja, das ist so eine Technik, die du nicht kennst. Nach unten oder nach oben rum? Nee, nach oben überdrehen. Also so, doch. Ja, sozusagen, ja. Bloß, dass du mehr Schwung mitnimmst von unten nach oben, dass du wieder auf vorwärts kommst. Weißt du? Genau so, genau. Da fahren auch? Drei. Ja, das gleiche nochmal. Dreimal. Was? Ja, dreimal jetzt. Und oh. Ja. Ja. Alter, ich kann mich nicht konzentrieren, weil ich die ganze Zeit zu dir rüber gucke, ey. Mann. Das häng ich hier so Ewigkeiten, was ist hier los? Ah, Silber, warum bist du so zweiter Platz? Ich dachte, du wärst gut. Ja, ich weiß auch nicht. Da legt mich so ein komisches schwarzes Auto ab. Ah, keine Ahnung, was ist denn das? Weiß nicht. Wahrscheinlich eher so ein Einbild. Klopenno ist das. Hallo! Mann. Man muss da einen Micha direkt machen. In der Höhe geht es nicht. Ja, aber unterschätzt den Micha nicht. Der ist auch nur einfach gebaut. Da war ja was. Ja. Komm, Grip. Ja, komm. Menschen zu schnell. Oh, ich dachte, ich flieg drüber, deswegen habe ich einen Franklin gemacht. Oh, ich hab's. Also wärst du drüber geflogen? Nee, wär ich nicht. Wär genau in den Punkt geklatscht. Jo, okay. Ich überdrehe mich direkt. Ey, die Technik hier habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, da müsste ich mich auch kurz reinfinden. So, was geht denn hier? Machen wir mal den hier. Oh. Obwohl das nur einfach gebaut ist, muss ich sagen, hat man mehr Grip als ich dachte. Ja gut, Single Line clear. Gut, ich hätte gar nicht auf dich warten müssen. Nein! Ja, das war Karma. Das war Karma. No way! Schade, dass ich das nicht mit einblenden kann. Schade.
No way! Damit, ich kann es kurz erklären. Cedric wollte am Ende der Spirale zum Ziel quasi vor der Zielplattform eine Koralle machen und hat es selbst mit Fractal nicht mal geschafft, sich zu retten und ist runtergefallen. Von der Zielplattform. Das war original Karma gewesen fürs Flexen. Jo, okay. Wie viele Karten willst du fressen? Ja. Hast du's? Nee, ich hab beim dritten gerade eine Kante gefressen, weil ich zu früh rausgesprungen bin. Ah, schade. Aber ich bin verwundert, wie viel Grip der X21 hat, obwohl das nur einfach gebaut ist. Das wundert mich hier ein bisschen. Hier, guck dir das an. Ich bin mich hier schon ein bisschen auf Schatz. Wie viel Grip diese Karre hat, das wundert mich. Da. Naja. Bop. Lücken dazwischen und zusätzlich. Guck dir das an. Also, das war Gigaschmufi gewesen, alle drei Stück. Ah, du hast es? Ja. Oh no, jetzt findest du wahrscheinlich noch vor mir. Ja, ist ja egal, ich habe am Anfang ja sowieso gewartet. Ja. Deswegen, und ich habe bei dem einen jetzt gerade länger gebraucht. Wir spielen miteinander, nicht gegeneinander. Lol, Skill. Cedric, links, rechts? Nee. Links, rechts, gerade. Oben, unten, ja. Ah ja. Micha, jetzt pass auf, abfangen. Genau, schön. Mach mal Koralle. Ey! Ich komm die ganze Zeit zu dir rüber, was mache ich denn? Was ist hier los heute? Ich mag MGs nicht, ich mag Single Lines nicht, also verpiss dich, ich will das nicht. Ey, ich hab den Kati gefressen. Auf zu trollen. Nee, wir spielen immer noch miteinander, du Hund. Ja, wenn, sag einfach, wenn du wo, wann du wo bist, dann ja. Passt das. Ich sag Bescheid, wenn ich bei Micha bin. Okay. Kann man hier nicht wirklich langsamer fahren? Oder muss man da Fullspeed drüber heaten? Fullspeed. Also ich hab's Fullspeed gemacht. Ich glaube, wir haben beide die Challenge verkackt. Gut, oh. Ich hab gewartet, aber ja. Verpiss dich! Du Hund. Deko hat's in 31 beendet, also eigentlich hätte ich. Ja, und wir in 18. Also, ja, also ich bin durch. Du nicht. Wie gesagt. Aber du kannst ja noch vor 31 schaffen. Wie gesagt, ich habe gewartet. Nein, ich meine, für dieses Video, für diese Challenge, die ich hier immer habe, müssen wir es ja in der halben Zeit beenden. Das meine ich. Also, wir haben alle die Challenge eigentlich verkackt. Kein Grip auf den Scheißdingern. Ich fahre jetzt hier bei dem Micha einfach langsam an. Das ist am einfachsten. So, und jetzt Fullspeed. Boom. Bist bei Micha? Fahr da gerade hin und verkackt. Ja, es war am Anfang. Ich wollte eigentlich zu dir zurückkommen. Hier ist die Auffahrt das Schwierigste. Finde ich. Es verpiss dich, ich bin bei Micha. Komm, wir drehen unsere. Warum habe ich am Anfang bloß auf dich gewartet? Ich wollte ja zu dir zurückkommen. Ich hätte Fullspeed einfach durchheaten sollen am Anfang und fertig. Hätte Fahrradkette. Dann hätte ich die Challenge geschafft und du wärst mich auf den Sack gegangen wahrscheinlich. Aber die Zuschauer wollen ja auch was sehen. Nein, das ist eine Challenge für uns beide, dass wir es beide in dieser Zeit beenden. Und deshalb piss dich. Hallo. Vize, gib sie Gas. Aha. Nice. Entspannt eine Koralle umgemacht und rückwärts hierher gefahren. So. Das war die Strafe. Nein, keine Waffen. Das war die Strafe. GG. Ja,
Die Challenge habe ich leider nicht geschafft. Ich war leider nur 9 Minuten schneller oder 10 Minuten schneller als Deko. Aber scheiß drauf, schneller beendet, egal. Und gut, Cedric hat getrollt und ich habe gewartet. Also ja, keine Ahnung, wie man das jetzt betrachten will, aber geschafft ist geschafft, scheiß drauf. Der Link zu Cedric ist in der Beschreibung. Okay, streamt Toto relativ selten, aber checkt auf jeden Fall mal seinen YouTube-Kanal ab, wenn ihr Haku und Barty Action sehen wollt. Das, was bei mir wahrscheinlich nie kommen wird. Ja, und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung und ein Abo. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.